Am 16. April 2019 sticht mit Anno 1800 der siebte Teil der beliebten Aufbaustrategiereihe aus Deutschland in See. Wir konnten den Auftakt der Kampagne vorab anspielen und im freien Spielmodus die neue Welt der Preview-Beta erobern. Die Geschichte beginnt mit einem Kameraflug über ein südamerikanisches Flussgebiet, während dem Spieler berichtet wird, dass es wohl an der Zeit wäre, die neue Welt zu verlassen und sich den familiären Angelegenheiten in der alten Welt anzunehmen, denn in der Heimat scheint etwas passiert zu sein. Vor der Rückreise muss man allerdings erstmal Geld für die Überfahrt zusammenkratzen. Und was liegt da näher, als mit Dynamit zu fischen und den gerösteten Fang im Anschluss zu verkaufen? Kurz darauf beginnt die Überfahrt und so langsam wird klar, worum es überhaupt geht. Der Vater des Familienunternehmens Good & Sons ist gestorben und als Sohnemann muss man sich um das Vermächtnis des Vaters kümmern. Is it really you, dearest sibling? I never dared hope you'd return. Onkel Edward hat das Unternehmen bereits unter seine Fittiche genommen, runtergewirtschaftet, ein unpopuläres Großprojekt gestartet und ist so gar nicht von der Rückkehr des verlorenen Sohnes begeistert. Die Schwester Hannah wiederum hat mit ihrem letzten Geld eine kleine Insel gekauft, loyale Arbeiter versammelt und versucht mit der Unterstützung des Heimkehrers den Familiennamen reinzuwaschen. Nach dem aufwendig inszenierten Auftakt beginnt der typische Aufbau einer Siedlung und die Errichtung des eigenen Handelsunternehmens. Man kümmert sich um die Holzproduktion, baut erste Häuser für die Bauern, befreit die Insel von Altlasten und versorgt die Einwohner mit Fisch, Schnaps und Klamotten. Zwischendurch meldet sich ab und an der Onkel und möchte von den produzierten Materialien einen familiären Anteil abhaben. Kurze Bauzeit später meldet sich Hannah und berichtet, dass die Einwohner in der Stadt von Onkel Edward unter seiner Herrschaft leiden würden. Der Cousin würde bereits eine Protestbewegung anführen und man solle doch einen Blick auf das Geschehen werfen. Wie auf einem Wimmelbild darf man den unzufriedenen Cousin und seine Protestler mit Streikschildern an den Straßen suchen. Hat man alle Streikenden gefunden und angeklickt, versammeln sie sich am Hafen und setzen mit einem Schiff zur eigenen Insel über, was Edward natürlich nicht gefällt. Und dann mischt sich auch noch der Botschafter und Vertraute der Queen in den Streit der Familie Good ein. Währenddessen baut man seine Siedlung weiter aus, beantragt eine Lizenz, um eigene Schiffe in der Werft bauen zu können und rettet Schiffbrüchige aus den Fluten, bis sich der werte Onkel erneut aufdrängt und die Auslieferung von politischen Gefangenen fordert. Nun darf man sich entscheiden, ob man seinem Gesuch nachkommt oder einen Blick in den versiegelten Umschlag wirft und dabei herausfindet, dass Edward seine Kritiker loswerden möchte. Mehr soll an dieser Stelle nicht über die erste Stunde in Anno 1800 verraten werden und viel mehr ließ sich tatsächlich auch gar nicht anspielen. Für ein Aufbaustrategiespiel überzeugt die Story-Präsentation mit ausführlichen Kameraflügen sowie aufwendig animierten und vertonten Charakteren. Obgleich es so wirkt, als wären die Rollen in der Geschichte ziemlich klar verteilt, bleibt die Hoffnung bestehen, dass es noch die eine oder andere Überraschung geben könnte. Hinzu kommen um Abwechslung bemühte Aufgaben zur Auflockerung des Siedlungsaufbaus. Über den Umfang der Kampagne ist bisher nichts bekannt, aber man wird das Story-Szenario nach dem Abschluss im Sandbox-Modus weiterspielen können. Abseits der Kampagne konnte in der Preview-Version im freien Spiel eigenhändig die neue Welt erobert werden. Hat man in der alten Welt die dritte Bevölkerungsstufe der Artisanen erreicht, klopft alsbald ein expeditionslustiger Kapitän an und möchte unbekannte Gewässer erkunden. Ist man für solch eine Entdeckungsreise offen, muss man ein eigenes Schiff dafür abstellen. Dies muss mit Waren beladen werden, damit die Seeleute auf hoher See überleben und mit unerwarteten Problemen klarkommen können. Für die erste Tour werden zum Beispiel Holzbretter, Schnaps und Würstchen eingepackt, bis die Moralleiste des Schiffes als Erfolgsindikator gefüllt und zumindest die gröbsten Risiken aus der Welt geschafft sind. Auch Diplomaten oder Ärzte können mitgenommen werden, um die Erfolgschance zu erhöhen, sofern man sie zum Beispiel bei anderen Charakteren gekauft hat. Auf dem Weg in die neue Welt geschehen immer wieder Ereignisse, auf die man reagieren muss. Bei diesen Events müssen Entscheidungen getroffen werden, welche die Erfolgsaussichten der Mission beeinflussen und von den mitgenommenen Waren bzw. Items abhängen. So kann es sein, dass das Schiff auf einen königlichen Inspektor trifft, der die Ladung gerne durchsuchen möchte und mit dem Fund nicht zufrieden ist. Oder es passiert ein Unfall auf hoher See und man muss entscheiden, was mit einem Seemann geschehen soll, dessen Bein unter einem umgestürzten Mast eingeklemmt wurde. Im späteren Spielverlauf wird man Expeditionen starten können, um Piraten zu jagen, wertvolle Ausstellungsobjekte für das Museum zu beschaffen oder die Artenvielfalt im eigenen Zoo auszubauen.
Sowohl die modular ausbaubaren Kulturgebäude wie Museum und Zoo, als auch die klassischen Ornamente steigern die Attraktivität der Stadt, wodurch zahlungswillige Touristen angelockt werden. Erstmals zahlt es sich also in der Anno-Serie aus, wenn eine schöne Stadt errichtet wird. Gelingt die Entdeckung der neuen Welt, darf man sie mit dem Schiff erkunden und dort eine Kolonie aufbauen, die im Prinzip wie in der alten Welt funktioniert. Beide Siedlungen laufen fortan parallel in den aus Anno 2205 bekannten Sessions. Diesmal wollen sich die Entwickler aber mit dem Session-Einsatz generell stärker zurückhalten, damit alles übersichtlich bleibt und man nicht zu oft hin und her springen muss. Auch die Ladezeiten sollen dabei kaum ins Gewicht fallen. Alternativ soll man nicht dazu gezwungen werden, die neue Welt zu entdecken, da sich die Rohstoffe aus Übersee bei lokalen Händlern einkaufen lassen. Die Siedlung in der neuen Welt funktioniert im Grunde wie auf dem alten Territorium, abgesehen davon, dass es andere Rohstoffe und Bedürfnisse der Einwohner, wie zum Beispiel gebratene Kochbananen als Grundnahrungsmittel, gibt. Zudem ist der Bauplatz auf den Neulandinseln eingeschränkter, da die Eilande zerklüfteter sind und sich zumeist Flüsse durch das Areal schlängeln. Auch in der neuen Welt lassen sich mehrere Inseln in einer Session besiedeln, die untereinander Handel treiben können, falls eine Insel zum Beispiel keine Fruchtbarkeit für Bananen bietet. In der neuen Welt kann man selbst Rohstoffe sammeln, die für fortgeschrittene Waren in der alten Welt erforderlich sind, muss diese aber erst über den großen Teich kutschieren.